Sind wir da? Ich hoffe. Ich glaube, wir sind da. Hallo! Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem ersten Anime Backstage Pass live aus den Peppermint Studios in München. Wie war das so? Wie schwierig war es für dich, auf das Gelände zu kommen? Ausgesprochen schwierig. Hat der Sicherheitsmann dich durchgelassen? Nee, leider musste ich, wir mussten dich doch erst anrufen. hast du einfach irgendeinen Rucksack in die Ecke geschmissen und gesagt, Bombe, und dann bist du an den Sicherheitsleuten vorbeigerannt? Ja. Genau so läuft das hier, wenn ihr in die Peppermint-Studios wollt. Wisst ihr Bescheid? Tasche mitnehmen, wegwerfen und dann haben die zu viel Angst, dann rennen die. Ja. So, gucken wir mal. Hier, guck mal, Ellen Nugget sagt gleich, dass du sexy bist. Sollten wir gleich bannen, oder? Also, wir sind hier... Ich glaube, das ist Ellen. Hashtag not me too, Ellen. Ja? Aber tatsächlich von der Wortwahl könnte es Eleni sein. Ja, so, ne? Zurück. Wir wollten eigentlich, soll das hier eine seriöse Sendung in Anführungsstrichen sein. Ich habe mir große Talkmaster als Vorbild genommen, an zu denen ich gerne aufschließen würde. Also Menschen wie heißt der? Ich habe vergessen. Große Talkmaster wie... Große Vorbilder. Domian. Ja, den kenne ich, mit seiner Stimme so ein bisschen ins Mikro reinhaucht. Ja, so ein bisschen ASMR. Ja, oder Letterman ist auch ein großer Talker. Nein, wir haben einen bezaubernden Gast, den wir vielleicht auch mal vorstellen sollten, bevor Eleni weiter... Basti sei nicht eifersüchtig. Ja, guck mal, haben wir es richtig. Es ist Eleni, wir sagen doch. Eleni. Eleni gibt es nächste Woche im Mangarama. Dann ja. Kann Jana von zu Hause schmarrn in den Chat. Ja, genau, dann schmachte ich sie an. Ich begrüße in der ersten Live-Ausgabe unseres Anime Backstage Passes die Synchronsprecherin Jana Dunja Gries. Jana, schön, dass du da bist. Ja, ich finde es auch. Bist du glücklich schön. Mit deinem Tee? Ja, sehr, ist schön. Und das, obwohl es kein Kräutertee ist. Jana trinkt eigentlich Kräutertee und ja. Ich konnte ihr leider nur ägyptischen Apfel, oder? Ist es? Ja, ägyptischer Amun. Ägyptischer Apfel. Ägyptischer Amun konnte ich ihr anbieten. Was auch immer Amun ist. Vielleicht ist es ja Apfel. Weißt du, wer weiß. Tutankhamun gibt's doch, oder? Ist das nicht ein Wenn der jetzt Tutankhamun-Apfel hieß, dann ist vorbei. Kann ich Pharao, ja. Darf keiner sagen, ich habe Pharao gesagt. Nicole ist auch da. Nicole ist auch da, wer ist Nicole? Guck mal, Hatsepü. Wir können sie alle... Hatzepü. Waifu. Okay. Hallo, Waifu. Ja. Wir quatschen einfach ein bisschen. Ja, machen wir. Die Community kann gerne Fragen stellen. Wir haben hier diesen formschönen Screen, wo wir gelegentlich vielleicht eventuell draufschauen. Und dann quatschen wir einfach ein bisschen. Wir spielen später noch unsere Random Question Box, die ich in mühevoller Zusammenarbeit mit unserer Community erschaffen habe. Und vielleicht machen wir erstmal so, weil wir wollen hier auch nicht jetzt so dieses Standard. Wie bist du denn eigentlich Synchronsprecherin geworden? Oh, Gott sei Dank. Außer die Frage kommt, wenn ihr es natürlich wissen wollt, dann muss ich Jana sie beantworten. Aber du darfst dir noch eine alberne Geschichte heute ausdenken. Okay. Wir wollen einfach so ein bisschen quatschen. Wir können gleich mal einen reinen Tisch machen. Jana, du bist 21 Jahre alt. Wir haben gerade festgestellt, damals, als die Fanta 4 Was geht veröffentlicht haben, warst du noch gar nicht geboren. Nee, da war ich noch nicht Janas geboren. Ich habe musikalischen Horizont gerade erweitert. Ja, mit Was geht oder mit das was hieß, geht. Was geht. Deine Hobbys sind Kochen, Miniaturen bemalen und singen? Ja. Oh, sehr schön. Ich singe aber nichts vor. Das ist schade, es gibt Twitch Sings irgendwie. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Twitch Sings vorbereitet. Das würde ich mitmachen, das ist was anderes. Das nächste Mal, wenn Jana in 3 bis 5 Jahren wiederkommen darf. Oh. So, für gewöhnlich haben wir keine attraktiven Hosts, sagt Linko. Sehr schön. Ja. So, Linko fragt, muss man immer Jana Dunja Gries sagen, wenn man dich sieht, oder reicht doch einfach Jana? Natürlich kann man das einfach Jana sagen. Ich würde das viel witziger finden. Wir sollten das etablieren. Henker Gänger, du machst auch mit, bitte. Ja, bitte. Okay. Eleni, wenn, Nicole, wenn alle ab sofort machen, immer. Jana Dunja Gries. Ansonsten höre ich nicht mehr. Ja. Was ein Quatsch. Wir machen viel Spaß. Leiko würde gerne wissen, wie bist du eigentlich Synchronsprecherin geworden? Das ist doch jetzt nur zum Trollen, oder? Ja, natürlich. Ich habe noch keine lustige Geschichte. Ach so, schade, es gibt keine lustige Geschichte. Dann gibt es keine Geschichte dazu. Okay, super. Hatzepü sagt, wie kann man dieses synchron malen? Aha, muaha. Ich sehe, das ist sehr niveauvoll, was wir hier heute machen. Ja, sehr. Ich sehe schon. Erzähl mal vielleicht ein bisschen,
von deinen aktuellen oder letzteren Projekten, von denen du schon reden kannst. Du hast, ich habe mich tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, es ist für Peppermint-Anime-Zuschauer total ungewohnt, ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet auf irgendetwas. Er hat meinen Synchronkartei-Eintrag ausgedruckt. Janas 600 Seiten Synchronkartei-Eintrag ausgedruckt. Ich wünschte, es wäre mehr als eine Seite. Freundliche Unterstützung von Nicole, habe ich gehört. Die zweite Seite ist nur Müll. Toll! Damit es nach mehr ausschaut. Verdammt! Nein, du hast angefangen, laut Synchronkartei, du kannst mich gerne eines Besseren belehren, im Jahre 2019, da ist die Synchro. Wann hast du angefangen? 2012? Kommt das hin? Ich glaube, es müsste 13 sein. Ich glaube, es müsste 13 sein, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht haben die 2012. 12 angefangen, weil wir haben, glaube ich, im Januar aufgenommen. Also meines Wissens nach ist es 2013. 2013. Ja, der Karrierehöhepunkt war so 2014, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später, ja. Nein, du bist natürlich sehr, sehr jung. Dementsprechend haben wir ja vorhin im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Die Erwartungshaltung, dass man in deinem Alter schon 6 Milliarden Einträge in der Synchronkartei hat, ist vielleicht ein bisschen überzogen. Ja. Vor allen Dingen, da du zu den wenigen glücklichen Sprechern gehörst, die einen Schulabschluss haben. Ich habe sogar Abitur. Ich mache nächstes Jahr meinen Bachelor. Ja, also man darf auch nicht vergessen, es gibt gerade so ein paar Synchronkinder gefühlte, die rutschen rein und die wissen halt schon, die machen sich dann das so ein bisschen drauf und lassen dann die Schule so ein bisschen links liegen. Nicht jeder, also da muss ich auch fairerweise sagen, ich kriege das hier in München auch immer wieder bei Kindern mit, die Synchronkinder sind, wo dann es auch ganz klare Ansagen von den Eltern gibt, nein, du darfst maximal so und so viel die Woche sprechen und der Rest ist Schule. Ja, aber es gibt auch das Gegenteil. Es ist ja irgendwo auch vernünftig, weißt du, es ist natürlich eine Karriere, natürlich ein Weg, den man gehen kann. Aber gerade da es halt auch ein selbstständiger Beruf ist, sollte man sich immer irgendwie noch anders stützen können, finde ich. Würdest du deine Tochter Synchronsprecherin werden lassen? Ja. Wenn sie das will, natürlich. Ab welchem Alter? Ich würde sagen, das ist schwer zu sagen. Ich würde aber tatsächlich sagen, sie muss selber auf mich zukommen. Ich meine, ich kriege wahrscheinlich keine Kinder, aber so wenn, ne? Sie müsste von sich aus sagen, hey Mama, das ist cool. Kann ich das auch mal machen? Und dann würde ich sagen, hey, du bist noch zu jung, wenn sie, keine Ahnung, wirklich noch zu jung ist, meines Alters, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Ich glaube, ab der Grundschule kann man schon selbst entscheiden, wofür man sich zumindest interessiert. Und ab da würde ich sagen, ja, komm, wenn du möchtest, ich frag mal. Vielleicht kannst du es ja mal probieren. Aber meinst du, dass in der Grundschule da tatsächlich der Horizont schon so weit ist? Nee, aber ich denke, dass gerade das auch wichtig ist, weil man dadurch den Horizont nochmal erweitern kann. Da merkt man, also keine Ahnung, man merkt, wenn man was ausprobiert direkt, das ist was für mich oder nicht. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht, wenn das Kind noch nicht so alt ist, noch nicht so viel weiß, finde ich es trotzdem wichtig, das Kind alles ausprobieren zu lassen. Also da sollte man das Kind nicht einschränken. Würdest du deinem Kind ehrlich sagen, wenn es schlecht wäre? Ja. Wenn es nicht gut sprechen würde? Also du bist keine Helikoptermama tendenziell, dann die sagt, oh mein Gott, das hast du aber gut gemacht. Oh, du bist ja ganz tolle Sprech. Oh. Nein? Nee, also ich würde ganz ehrlich sagen, okay, das war jetzt noch nicht so gut, aber du, keine Ahnung, du bist ja noch jung. Geht doch. Wir arbeiten daran, wir arbeiten zusammen daran, wenn du möchtest. So. Aber, keine Ahnung, Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Schade, nachdem sie keine Kinder haben will, werden die Kinder nie in den Genuss dieser pädagogisch wertvollen Erziehung kommen. Aber vielleicht adoptierst du ja mal welche und dann kannst du die zu besseren Menschen formen. Man kann es versuchen. Vielleicht hilft Nicole dir ja dabei. Sie muss. Was sagt Hatzepü dazu? Oha, Basti sagt. Basti guckt so verträumt. Ja, ich will halt nicht andauernd in die Kamera gucken. Ich bin hier, um mit Jana zu reden. Ja, ich bin mir sicher, wenn Felix Meier mir irgendwann gegenüber sitzt, dann gucke ich Felix Meier genauso verträumt an. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Das gehört zum guten Ton, dass man seinen Gesprächspartner anguckt. So, lass mal gucken. Linko sagt, er wünscht sich, dass meine Eltern mir mal die Grenzen aufgezeigt hätten. Das wäre eventuell vorteilhaft gewesen für meine Entwicklung. Ach was. Guck mal, Toni fragt, hast du auch eigentlich schon eine Non-Anime gesprochen? Ja, einmal. Das ist auch schon eine Weile her, war eine ganz lustige Sache, weil normalerweise sind die Synchros ja irgendeine andere Sprache auf Deutsch.
Da war es allerdings Deutsch auf Deutsch. Okay. Weil die haben, also es war halt ein deutscher Film, logischerweise. Und die mussten aber, weil mit dem Mikrofon irgendwas nicht funktioniert hat, mussten die alles nochmal nachsynchronisieren. Und die hatten ein kleines Mädchen, auch irgendwie 8, 9 Jahre alt. Und die hat es nicht hinbekommen, das nachzusynchronisieren, sodass es okay klang oder ne, real. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das mache. Und ich war so, ja, habe ich noch nie gemacht. Können wir auf jeden Fall probieren, ist doch ganz lustig. Und ja, die haben es dann auch verwendet. Der Film heißt Sazi, glaube ich. Dürfte auch mit da draufstehen. Alles in Caps. Filme. Als Clara in Sazi aus dem Jahre 2016. Ja, sage ich ja, schon eine Weile her. Hast du gut eingetragen, Nicole? Ich glaube, das war sogar jemand anders. Echt? Ja. Hast du nicht gut gemacht, Nicole. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du hast das trotzdem gut gemacht, Nicole. Was bist du für ein Stimmalter? Das hier sagt man bei Sprechern so. Da gibt es so ein Stimmalter. Man sagt, hey, komm mal her, brauch, weiß ich nicht. Puffmutter 46, was ist denn dein Stimmalter? Was ist dein Stimmalter? Mir wurde letztens von einer Aufnahmeleiterin gesagt, sie würde mich so bei 3 bis 24 ansiedeln. Älter. 3 oder 23? Nee, 3 bis 24. 3 bis 24, also kommst du echt noch so kindlich runter. Ja, also sie hat dann wirklich gesagt, komm, weißt du, mach mal deine höchste Charge, mach mal deine tiefste Charge. Und ich war so, okay. Nee, also meine höchste Charge muss ich auch nur selten benutzen. Mhm. Zum Beispiel in Lou Over the Wall. Das ist wirklich so hoch, wie ich komme. Aber Lou ist, ich habe vorhin kurz reingeschaut gehabt. Mhm. Vielleicht haben es ja auch ein paar von den Zuschauern dieses Jahr im Kino gesehen. Nee, letztes Jahr war der im Kino. Ich dachte, es war dieses Jahr. Nee, letztes Jahr kam der aber auf DVD und Blu-ray erst raus. Ihr merkt, ich beschäftige mich intensiv mit den Anime Nights unserer Mitbewerber. Da liegt schon ein Effekt auf deiner Stimme drauf, oder? Mhm. Das ist nicht sauber gesprochen, sondern da ist eine Nachbearbeitung. Ja, da liegt ein Effekt drauf. Ein Hall, glaube ich. Mhm, genau. Hat die aber im Japanischen auch. Also ich fand das auch sehr cool. Aber natürlich hört man das natürlich dann nicht so genau, wie ich jetzt klinge. Ist das was bei der Aufnahme dann schon berücksichtigt wird? Also im Prinzip sagt der Regisseur, okay, wir sprechen das jetzt, aber wir werden im Nachgang wird die Stimme verfremdet. Ich wusste das nicht. Damit wir diese und jene Tonlage treffen. Das wusste ich nicht. Aber ich fand es sehr cool, als ich es gehört habe. Also ich war jetzt nicht so. Also nicht negativ überrascht, sondern hast du im Kino gesehen dann? Ja, habe ich. Letztes Jahr war schön. Bist du am Ende aufgeschrieben und hast gesagt, ich war Lou! Nee, aber meine Mutter wollte unbedingt, dass wir sitzen bleiben, um am Ende die Liste mit den Sprechern zu sehen. Ach, du meinst, die 12 Frames eingeblendet wird, damit auch keine Chance hat, auch meinen Namen zu lesen. Okay. Aber sie wollte es sehen. Ich meinte auch, sie sieht man nicht lange, dauert jetzt auch echt lange, bis das kommt. Sie sagt, nein, ich will das sehen. Ich so, okay, dann warten wir. Und dann kam sie nicht. Die haben vergessen, die Liste reinzupacken. Und meine Mutter und ich saßen da. Also sowas würde bei Pepper mit Anime nie passieren. Nee, aber skandalös. Wir beide saßen da, haben gut 7, 8 Minuten gewartet und dann saßen wir so. Und dann sind wir gegangen. Ich hätte nicht lachen sollen, mal gucken, wie lange sie das noch machen. Verdammt. Ja, schade, ärgerlich. Ja, aber dieses Jahr bei Penguin Highway war die Liste dabei. Da war die Liste drin. Ja, da war sie dabei. Welcher von beiden hat dir besser gefallen? Lou Over the Wall fand ich sehr süß, aber von der Geschichte fand ich Penguin Highway cooler. Also, weil? Gute Frage. Ich weiß, also kann ich jetzt spontan auch gar nicht so sagen. Ist einfach so. Oh, Frau 3. Bitte was? Oh nein, Asuria Misty ist Julia. Ja, genau. Also mein gesamter Harem, wie Philipp schon sagt, ist also anwesend. Also für alle Zuschauer, die verwirrt sind, ja, wir müssen ganz kurz aufklären. Es gibt da diese Juri-Fraktion, bestehend aus Nicole, Jana, Eleni und Julia. Ja, und die sind alle hier im Chat. Ihr könnt raten, wer ist. Vielleicht, falls ihr es nicht jetzt rausgehört habt. Ja, aber... schön, dass ihr da seid. Ja, vielleicht kommt ihr auch mal irgendwann hierher für eine lauschige Runde. Es gibt auf jeden Fall Tee aus niedlichen Disney-Tassen. Ja. Jana ist ganz begeistert. Julia würde sie mögen. Was steht auf deiner drauf?
kann man vorlesen. Warning, infectious smile, contagious laughter, can induce happiness. Ich habe das Gegenteil dazu. Ich habe warning, do not attempt to cheer up, do not expose to direct sunlight und das Wichtigste, do not bother. Sehr schön. Ich habe auch eine Grumpy-Tasse, die ist auch mega gut. Da weiß ich aber nicht, aus welches draufsteht. Aber es geht in die gleiche Richtung wie bei ihr. Sehr cool. Ihr wart im Disneyland. Ja, wir waren im Disneyland. Erzähl mal, wie war's? Wir dachten zuerst, es wird total das Chaos, weil das Wochenende, wo wir hin wollten, beziehungsweise die Woche vor dem Wochenende, war extrem voll. Laut Aussagen vom Disneyland selber, die vollste Woche des ganzen Jahres. Fun Fact, muss ich kurz einwerfen. Ich glaube, das ist Strategie. Ich war auch einmal im Disneyland. Ja. Und dann haben sie uns auch gesagt, ja, es ist das vollste Wochenende aller Zeiten. Ah nee, sie meinten Woche, wirklich im Nachhinein. Wie likely ist das, dass du das Gleiche oder fast das Gleiche hörst wie ich? Ich glaube, das erzählen sie einfach, um davon abzulenken, dass sie schlechte Operations haben, oder? Das kann sein. Ja, das kann sein. Also, I don't know. Ach so, aber voll, wir konnten nicht wissen, dass wir als fünf Leute kommen. Es war die letzte Woche der Sommerferien. Mhm. Also kann ich es mir gut vorstellen, aber wissen kann ich es nicht. Aber das Gute war, am Wochenende war dann schlechtes Wetter und es war keine Sau da. Niemand. Ich meine, es hat auch geregnet und uns war kalt, aber es war leer. Sehr schön, sehr schön. Was war dein Lieblingsride? Wir sind tatsächlich gar nicht mit so vielen Sachen gefahren. Aber ich mochte das Labyrinth von Alice. Das war toll. Okay, es gibt super mega spektakuläre Sachen im Disneyland. Total aufregende Achterbahnen, Geisterbahnen, Dark Rides. Und was gefällt dir am besten? Das Labyrinth von Alice zum Durchlaufen. Na und? Finde ich schön. Nein, das zeigt, du bist eine Genießerin. Das war schön, okay. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, sie finden das Disneyland doof, weil es so wenig geboten ist. Aber ich finde, man kann sich eben in solchen kleinen Sachen total verlieren. Ich muss ehrlich gestehen, wir waren noch über eine Stunde da drin. Mit euch vier kann ich mir das tatsächlich vorstellen, wie ihr eine Stunde da drin rumrennt und alle Kinder weinend aus dem Labyrinth rauskommen. Es gibt ein Bild aus dem Disneyland, da rennt eigentlich ein Kind an mir vorbei und ich posiere halt vor so einem Busch und ich stehe da so. Und dieses Kind rennt an mir vorbei mit der Hand so und es wurde perfekt der Moment getroffen, wo das Kind mit seiner Hand quasi hier ist. Als würde es mir auf den Arsch hauen. Das würde ich mal in den sozialen Medien teilen. Habe ich. Und kam gut an? Ich glaube, Leute waren sehr amüsiert, ja. Schade, solche Bilder, das muss ich auf meine Liste aufnehmen. Lustige SNS-Bilder. Verdammt, mein Stift. Dein Kuli gibt auf. Lustige Bilder. Und Videos. Hättest du vorher was gesagt, hätte rausgesucht. Ja, das ist schade. Das nächste Mal. Es gibt noch ein Video von Eleni und mir, das kann ich raussuchen. Von gestern. Ich glaube, das kriegen wir nicht in den Stream so rein, dass man es... Aber vielleicht können wir es vorbereiten, dann kann es Eleni nächste Woche Manga haben. Ja, bitte. Gucken wir kurz in den Chat. Gut, bei Pinguin. Bitte, wir haben einen angemessenen Namen. Edgy Girls. Ach ja, Edgy Girls. Stimmt. Permitted Term Edgy. Aber ich dachte, die Edgy Girls bestehen eher aus, wer war damals dabei? Nicole, Moira, Katharina, oder? Waren das nicht die Edgy Girls? Das weiß ich nicht. Damals auf der Anime-Messe Berlin. Vor langer, langer Zeit. Vor langer, langer Zeit. Weit, weit entfernten Galaxie. Julia will mir meine IA-Tasse klauen. Diese ganzen synchronbezogenen Fragen sind echt der Knaller, sagt Linku. Ja, es tut mir sehr leid. Es soll ja um die Person hinter der Synchro gehen. Aber guck mal, also jetzt, weil sonst sind sie traurig. Okay. Kurz und knackig, wie bist du zum Synchron gekommen? Ach, verflucht, echt jetzt? Ja, komm, aber die kurze Variante. Okay, kurze Variante. Warte, fange ich an. Ich habe versucht, mir das selbst beizubringen, so dumm es klingt, aber es gibt ja keine Ausbildung, was willst du halt machen? Und ich war fucking 13, also machst du nichts. Hab einen Sprecher kennengelernt, bin dann zu einer Trainerin gegangen, die meinte direkt, boah, eigentlich bist du so gut, wir können direkt Demos machen, wegschicken, alles Bombe. Ich so, wow, cool, krass, haben die gemacht, hab dir dem Sprecher geschickt, weil der meinte, boah, finde ich voll interessant, bin ich neugierig. Der war so, nee, krass. Kann ich das an den Regisseur schicken? Nicht so.
Warum sollte ich Nein sagen? Eigentlich wollte ich das Tape verbrennen und im Rhein versenken, aber... Ja. So, das war die kurze Geschichte. Ich hoffe, jetzt seid ihr glücklich. Ja, das kurze war Variante, kurze mir war langweilig. Oh je. Ja, tatsächlich hab ich ihr schon zum Geburtstag gratuliert, denn Jana war bis letzten Freitag nur 20 Jahre alt. Jetzt ist sie 21 Jahre alt. Genau. Eleni hätte da auch was zu erzählen. Ah ja, okay. Vielleicht machen wir mal einen Disneyland Recap Stream irgendwie. Ich bin dafür, nachdem wir ja fast schon, wir haben noch nicht ganz die Mitte erreicht haben. Die Mitte? Achso, warte, was? Oh, wow. Das ging schnell. Ja, wir sind bei 23 Minuten. Das ist noch nicht ganz die Mitte. Das ist fast die Mitte. Wir hatten gerade kurz ja angerissen, du hast Lou Over the Wall jetzt gesprochen, hast Penguin Highway gesprochen. Die zwei darf ich auch tatsächlich schon nennen und die stehen noch nicht hier drin. Achso, die stehen schon hier drin. Genau, die stehen da drin. Du hast in Food Wars dritte Staffel gesprochen, hast in Mob Psycho 100 gesprochen. Das ja, sind so in deine der zweiten Staffel. Ja. Projekte, also Mob Psycho, großer Titel, Food Wars, großer Titel. Habe ich mich mega gefreut über beide. Penguin Highway und Lou, natürlich beide Filme im Kino. Das ist, denke ich mal... Habe ich auch beide da gesehen. Ein guter Schritt vorwärts. Mhm. Aber wir machen mal einen Schritt zurück. Ja, ich sehe es kommen. In die Vergangenheit. Back to the past. Und zwar, habe ich es irgendwo vorbereitet? Ich weiß überhaupt nicht, welchen Knopf. Ich weiß auch nicht, welchen Knopf, aber du hast es vorbereitet. Es ist der Knopf, ich glaube, es ist der Knopf. Auf jeden Fall, Jana sitzt ja hier, nicht weil wir einfach irgendwelche Leute einladen wollen. Nein, wir wollen natürlich hochkarätige, aktuelle Veröffentlichungen von Peppermint Anime promoten. Wie zum Beispiel Black Bullet. Black Bullet hast du damals gesprochen. Ja. Weißt du noch, wie der Charakter heißt? Kaio Senju. Genau. Hast du es vorher hier gelesen oder erinnerst du dich tatsächlich dran? Nein, ich erinnere mich tatsächlich. Erinnerst du dich tatsächlich dran? Ja, weil das eine der wenigen Serien ist, die auf Netflix ist. Ah, das guckst du dir jeden Abend an oder, oh geil, ich habe eine Serie auf Netflix. Oh nee, das nicht, aber mich fragen Leute immer, wenn sie hören, dass ich das mache, oh, kann man irgendwas davon gucken? So, ja, auf Netflix gibt's Black Bullet, da habe ich... mitgesprochen. Es klingt jetzt so, als würde ich dafür schämen. Das ist so lange her. Das war einer der ersten Gigs damals. Ja, genau. Es hat sich in meiner stimmlichen Entwicklung so viel getan. Ja, ich habe leider keinen anderen Clip. Ist okay, sie ist eine Süße. Dementsprechend gucken wir mal rein. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Knopf drücke. Ja, scheiße. Keine Bewegung. Du bist doch... Warte, Enju! Sie ist kein Feind. Sag, kannst du dich an mich erinnern? Aber ja, natürlich. Moment mal! Ich kenne dieses Mädchen nicht! Jetzt erklär du mir mal, woher du sie kennst! Sie ist die Partnerin des Promoters Ikuma Shogen. Ein Initiator. Mein Name ist Kaio Senju. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich werde dieses Weib ganz und gar nicht akzeptieren. Versteh das, Aina. Ich sagte ihr doch nur, sie soll draußen Wache schieben. Warum wird sie dann immer gleich so wütend? Also, ich finde, das liegt auch ganz klar auf der Hand. Oh. Wirke ich etwa seltsam auf dich? Nein, das nicht. Ich bin ein Initiator mit den Genen eines Delfins. Meine Fähigkeiten, mein IQ und meine Empathie liegen überdurchschnittlich hoch. Du übernimmst also als Denkerin die Verteidigung und Shogun den Angriff? Ein sehr ungewöhnlicher Stil. Shogun-san besteht bis ins Gehirn nur aus Muskeln. Er ist für so etwas Armseliges für Unterstützung einfach nicht geschaffen. Zeig mir doch mal deine Waffe. Aber wenn ich das nicht möchte? Von mir aus. Es bedeutet dir wohl gar nichts, dass ich dir geholfen habe, oder? Ich habe etwas dazugelernt. Sobald jemand einen Ausgleich verlangt, lässt sein gutes Benehmen schlichtweg nach. Warum habt ihr denn hier im Wald Sprengstoff benutzt? Im Wald haben wir in einer Jägerfalle irgendetwas Seltsames aufleuchten sehen. Wir dachten erst, es seien Agenten und gingen näher ran. Doch es war ein Gastreher. Aus einem Impuls heraus warf ich prompt eine Granate. Sofort griffen uns die Gastreher aus dem Wald an. Dadurch wurden Shogun-san und ich voneinander getrennt. Konnte ein Gastreher dir seine Körperflüssigkeit injizieren? Mir wurde nur sehr wenig Körperflüssigkeit injiziert. Die Korrosionsrate ist daher nicht weiter angestiegen.
Es besteht somit keine Gefahr, dass ich zu einem Gastrea werde. Sobald du zurück bist, lass dich gründlich untersuchen, hörst du? Machen Sie sich etwa Sorgen um mich? Darf ich das nicht? Ich muss gestehen, dass ich Angelson ein wenig beneide. Ich bin sicher, sie hat noch nie einen Menschen getötet, oder? Ich erkenne es in ihren Augen. Hast du es denn schon getan? Ja, und ich habe auch die Agentenpaare getötet, die mir auf dem Weg hierher begegnet sind. Wie kannst du denn so etwas tun? Das war ein Befehl von Shogun-san. Er sagte mir, er wird niemandem den Vorzug geben, diesen Maskenkerl zu töten. Ich hatte große Angst. Und meine Hände haben gezittert. Das habe ich gefühlt. Ich glaube, man gewöhnt sich einfach daran. Bist du wahnsinnig? Das furchteinflößendste an Mord ist, sich überhaupt daran zu gewöhnen. Wenn man einfach so jemanden tötet und keine Bestrafung dafür erfährt, verliert der Mensch sein reines Gewissen. Sagen Sie mir das jetzt, weil Sie selbst, wie ich, schon einmal jemanden getötet haben? Ihre Augen sind unergründlich, Satomi-san. Ich spüre, dass Sie eine schwere Vergangenheit hinter sich haben. Obwohl Sie so nett wirken, ist Ihr Gesicht voller Furcht. Oh Mann. Was spiele ich mich hier eigentlich auf? Entschuldige, bitte vergiss das eben. Warum entschuldigen Sie sich denn? Was Sie sagen, ist doch völlig richtig, Satomi-san. Sie haben vollkommen recht. Etwas stimmt nicht mit mir. Obwohl mir augenblicklich tausend Gründe einfallen, die ganz und gar dagegen sprechen würden, kann und möchte ich das, was Sie gesagt haben, nicht verleugnen. So etwas empfinde ich zum allerersten Mal. Aber du... Hey! Antworte, wenn du noch lebst! Ich höre Sie gut, Shogun-san. Sind Sie denn verletzt? Gute Neuigkeiten, Kaio. Ich habe diesen Maskenkerl gefunden. So, da sind wir wieder. Oh, wir hängen ein bisschen. Moment, ich muss hier mal schnell ausmachen. Voll schlecht geteilt alles. Ja, lange her, oder? Mhm. Ja, wir haben gerade schon analysiert, ein bisschen stimmliche Entwicklung ist auf jeden Fall da in der Zwischenzeit. Ein bisschen. So viel, oder? Es war, wir haben gerade ein bisschen geschaut, es war dein dritter Gig. Du hast vorher Tari-Tari, der hat diese Part-Timer gemacht. Ja. Und dann die gute Kaio in Black Bullet, die ja auch nur in der Nebenrolle ist. Ja. Aber du denkst gerne daran zurück. An deine Jugend. An meine Jugend. Also, ja, jetzt, wo du ich, ja schon ich finde sie sehr süß, aber man merkt halt schon, dass ich mich sehr entwickelt habe. Sagen wir so. Ja, ich würde gerne einen Clip aus Lu zeigen oder aus Penguin Highway, aber es ist ja leider nicht unseres. Ja. Dementsprechend, vielleicht zukünftig frage ich dann sogar bei der Konkurrenz an, ob ich einen Clip zeigen darf. Ich weiß zwar nicht, ob unsere japanischen Geschäftsführer das gut heißen. Egal. Wir haben ein lustiges Spiel vorbereitet und okay. Ich weiß, dass jetzt ein, zwei Leute ein bisschen traurig sind, denn ich hatte versprochen, ich mache tatsächlich eine Box, aber leider habe ich es zeitlich nicht geschafft. Ja, und zwar spielen wir die Random Question Box. Okay. Da sind jetzt zum heutigen Start des Live-Anime Backstage Passes sind 42 Random Questions drin, die überhaupt nichts mit Sprechen, Synchronsprechen zu tun haben. Oder vielleicht ist auch eine Frage drin, die so halbwegs was damit zu tun hat. Die wir normalerweise random, du würdest eine Karte aus einer Kiste ziehen, würdest sie mir reichen, dann lese ich die Frage vor. Muss ich jetzt Nummern nennen? Also, du musst jetzt Nummern nennen, ja. Also wir haben 42 Fragen zur Auswahl, die wurden zusammengetragen von mir und von der Community. Ich habe leider nicht jede Frage der Community verwenden können, aber es sind noch ein paar Fragen, die kommen noch rein bis zur nächsten Ausgabe, also keine Sorge. Vielen Dank an alle, die das supported haben. Und du darfst jetzt einfach mal zwischen 1 und 42 eine Zahl sagen. Dann gucken wir mal, was der Zufallsgenerator für dich bereithält. Als erstes nehmen wir die 26. Ich finde sie nicht. Oh, guck mal, das ist gut für dich. Mit welchem Spiel hast du in deinem Leben die meiste Zeit verbracht? Das ist eine sehr gute Frage. Da ich tatsächlich viele Spiele nicht selber spiele, sondern Freunden dabei zuschaue. Das heißt, ich glaube, es ist Harvest Moon oder Pokémon. Richtig basic. Oh, vielleicht Animal Crossing. Ich glaube, Animal Crossing könnte noch weiter oben in der Liste stehen. Sehr von basic. Von was für einem Umfang reden wir da?
300, 400 Stunden. Das ist ja nicht so viel, da geht schon mehr. Also ich rede von Animal Crossing New Leaf, nicht von Wild World. Schön. Gut. Mit welchem Spiel hast du die wenigste Zeit in deinem Leben verbracht? Irgendwas, was du nach 10 Sekunden weggeschmissen hast, weil du es scheiße fandest? Nee. Tatsächlich nicht. Ich bin jemand, wenn ich mir was kaufe, dann möchte ich da auch meinen Spaß rausholen. Also du informierst dich vorher dann schon? Mhm. Oder bist du so hardcore, dass du sagst, selbst wenn du jetzt ins Klo gegriffen hast, nein, ich habe jetzt 50 Euro für das Spiel gezahlt, es ist scheiße, ich spiele trotzdem. Das ist ja schon das Worst-Case-Szenario. Also würde ich 50 Euro ausgeben für ein Spiel und ich fände es scheiße, ich würde versuchen, soweit ich kann, und wenn ich mir wirklich denke, nee, das wird nicht besser, dann weißt du, hast du halt verkackt. Tja. Aber nee, ich informiere mich immer vorher, weil ich möchte jetzt nicht Geld für irgendwas ausgeben und denken, nee, ist scheiße. So, keine Ahnung. Legitim, also. So, das der Toni hat eine Frage gestellt. Wer hat eine Frage? Ja, wir machen aber jetzt gerade random. Okay. Zacko hätte gerne die 23. Komm, geben wir Zacko seinen Willen. Okay. Wir wollen ja mit der Community interagieren. Okay. Die 23, das ist eine schöne Frage. Die ist, okay. Das ist eine Frage, die würde ich tatsächlich gerne der Eleni stellen. Ja, jetzt bin ich neugierig. Vielleicht kann Eleni im Chat die Frage auch beantworten. Ansonsten gib sie nächste Woche ans Mangarama, die macht das bestimmt. Mit welchem Mittel, schön ist, also die Frage habe ich aus dem Netz und ich fand die Formulierung sehr schön. Mit welchem mittelschweren Fluch würdest du manchmal gerne andere Menschen belegen? Was heißt mittelschwer? ich bin jemand, der sehr viel flucht. Ich habe mir vorgenommen, hier nicht sehr viel zu fluchen. Zum Leidwesen der Community, ja. Aber in Gegenwart anderer Menschen nenne ich meinen Ex immer Fotzenknecht. Ich weiß nicht, ob das als mittelschwer zählt, aber es ist das Erste, was mir einfällt. Ich verstehe. Wenn wir jetzt aber mal in Richtung einer Hexe gehen. Eine ich glaube Hexe. Tatsächlich, dass die Frage nämlich eher so gemeint ist. Ja? Also so, weiß ich nicht, Ausschlag linken kleinen Zeh oder deine Haare versuchen, dich im Schlaf zu erwürgen oder irgendwie sowas. Nee, ich glaube, der kleine Zeh. Gibt es da so einen Favoriten, wo du sagst, hey, das würde ich gerne mal irgendeinem, so würde ich meinem Ex-Mann den Hals wünschen? Ich glaube tatsächlich, ich würde so ein richtig kleines, weißt du, fast schon irrelevantes Übel, wo du nicht mal darauf kommen könntest, dass irgendwer dir das an den Hals wünschen würde, was aber für dich trotzdem fies ist, aussuchen. Zum Beispiel? Also den kleinen Zeh fand ich schon sehr gut, weil wenn man sich den kleinen Zeh richtig stößt, holla die Waldfee, das tut schon weh so. Weißt du, so richtig klein, aber du denkst schon, fuck. Ja. Mhm, sowas, sowas. Hatte Eleni geantwortet? Leider nicht, schade. Eleni ist schon wieder doch da Herzchen, guck mal. Jedes Mal, wenn du M sagst, wirst du den Feucht. Oh mein Gott. Ah, wundervoll. Ich wusste, Eleni hat was verraten. Vielen Dank für diesen, wundervoll. Für diesen Beitrag, Eleni. Ich hoffe, du wünschst es mir nicht, ey. So, guck mal. Visionär wünscht sich die 12, dann geben wir das doch einfach mal in die Hände der Community. Oh, das ist eine sehr seriöse Frage, die passt hervorragend zu dem vorher. Wundervoll. Wer ist dein persönliches Vorbild, wenn du eins hast? Und wen sollte man deiner Meinung nach auf keinen Fall nachahmen? Persönliches Vorbild inwiefern? Oh, scheiße. Generell oder jetzt auf Synchron bezogen? Antworte in which way you ever want. Ah, fuck. Ich wollte nicht fluchen. Das ist okay. Selber schmeiß mal den Fluchcounter an. Oh, bitte nicht. Ich glaube, ich habe hab das auf der Anime-Messe schon gesagt. In Bezug auf Synchron war auf jeden Fall früher Rike Werner mein Vorbild, weil sie halt auch eine sehr, sehr weiche, angenehme, hohe Stimme hat. Zumindest in der Regel, wenn sie spricht. Tatsächlich im Moment habe ich kein Vorbild in dem Sinne, aber meine Sprechtrainerin Lilian Wilfahrt sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr hoch an, weil ich liebe sie. Also die ist wirklich wundervoll, sowohl als Mensch als auch als Trainerin. Und nee, also momentan fällt mir niemand anders ein, wo ich sagen würde, den stelle ich da jetzt noch höher. Weil sie halt auch so ein Mensch ist, der sehr, sehr mit der Welt im Einklang ist, von dem, was ich sehe.
Und wen sagst du, wen sollte man auf keinen Fall nachahmen? Wen sollte man auf keinen Fall nachahmen? Nee, keine Ahnung. Also generell jeden, der unehrlich und respektlos ist, weil ich finde, das sind die zwei größten Güter, die man hat. Also, keine Ahnung, wer das nicht hat, der, nee. Okay. Ich will keine Beleidigung sagen. Gut. Henga Genga wünscht sich die 8. Die 8. Aber das ist meine Lieblingsfrage aus der Vorbereitung gewesen. Ja? Einige Discord-User kennen sie schon. Welcher Sport wäre am witzigsten, wenn alle Spieler betrunken sein müssten? Warte, was wäre am witzigsten? Welcher Sport wäre am witzigsten, wenn alle Spieler betrunken sein müssten? Lustige Geschichte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ein Freund von mir hat einen Partykeller. Und da machen wir immer Party drin, macht ja Sinn. Ist ja im Partykeller. Kurz vor Ostern, letztes Jahr, glaube ich, haben wir uns spontan entschlossen, mit irgendwie 4 Mann, lass doch mal hinfahren. Wir können Dance Dance Revolution spielen und trinken. Und ich habe mir eine Pulle Wein reingezogen, habe dementsprechend nicht getanzt, weil ich habe die schon schnell getrunken. Aber dann habe ich mich hingesetzt, habe den anderen zugeguckt, die sich quasi jedes Mal einen Shot gekippt haben, wenn sie, ich glaube, 80% nicht schaffen. Das heißt, während ich nüchtern wurde, wurden die immer betrunkener und haben sich dann darüber beschwert, dass sie aus irgendeinem Grund immer schlechter tanzen. Und es war so ein Fest zuzugucken, wie die am Ende einfach... Das ist sehr, sehr lustig anzusehen. Also Dance Dance Revolution ranke ich sehr high, wenn es als Sport zählt. In Japan definitiv, würde ich sagen. Also wenn man sieht, wie die Jungs da mit ihren Sporttaschen und Handtüchern in die Spielhalle gehen, würde ich sagen, das kann man als Sport durchgehen lassen. Ich finde, das klingt auch nach einem neuen Showkonzept hier für den Peppermint Anime Twitch Channel. Ab sofort gibt es Drunken Dance Dance Revolution jeden Freitag ab 23 Uhr. Die 4Ds. D. Es gibt Leute, die gehen ins 4D-Kino, bei uns gibt es 4D-Streaming. Oh, wundervoll. So, lass mal gucken. Die 12 hatte sich schon jemand... Entschuldigung, Visionär, habe ich überlesen gehabt. Ich hatte noch eine Wunschnummer im Angebot. Die 17. Habt ihr die 17 von Feuerkatze, Patze, Tatze schon? 17 ist... Oh, da ist der echt so. Aha. Was nervt dich an anderen Menschen am meisten? Respektlosigkeit, glaube ich. Also ich habe das ja eben schon mal gesagt, aber ich finde, man sollte vor jedem Menschen eine gewisse Menge Grundrespekt haben. Weil ansonsten ist es sehr schwer, mit anderen Leuten umzugehen. Aber ich finde auch Unehrlichkeit sehr schwer, weil ich bin jemand, der sehr, sehr ehrlich ist. Und ich finde es schwer, wenn mir nicht dieselbe Ehrlichkeit zurück entgegengebracht wird, weil dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran ich bin. Ich finde das furchtbar. Deswegen, wenn ich fluche, meine ich das also immer mit der ganzen Seele. Ist dir da schon mal so was richtig Respektloses passiert, wo du sagst, boah, nee, also das ist der Gipfel der Respektlosigkeit? Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Aber was mir spontan einfällt, ich weiß nicht, ob man es als Gipfel bezeichnen kann, aber das war ein kleines Kind auf einer Convention, ich glaube auf der Gamescom. Und es hat ein Los, also wir hatten so einen Lostopf und es hat einfach, ohne zu bezahlen, sich da ein Los rausgekommen. Ich war so, willst du nicht erstmal bezahlen? Oh, hast du es mit der Stimme gehört? So, hallo, mein kleines Kind. Ich war so, willst du nicht erstmal bezahlen? Weil ich war schon so, weißt du, ich stand schon 8 Stunden da. Ich hatte schon keinen Bock mehr. Und dann kommt dieses Kind, nimmt sich da eins raus. Ich so, willst du nicht erstmal bezahlen? Ja, was ist denn das? Ja, das ist eine Tombola. Da kannst du Sachen hier am Stand gewinnen. Wie teuer ist das? Hat schon was los in der Hand, wie gesagt. Ja, kostet 1 Euro. So. Wirklich, haut mir das so auf den Tisch. Ich so, viel Glück. Und dann macht das Kind das Los auf. Nee, wirft das dahin. Ich so, was ist denn jetzt los? Ein Button.
greift wieder in den Tombola-Topf ran. Ich so, nee, nimm deine dreckigen Hände da raus. Dann haben wir das Kind dazu gebracht, sich einen Button auszusuchen. Und nebendran stand ein Mädchen. Und das Kind hat fast diesen scheiß Button kaputt gemacht, weil es schon, war auf so einem Korkbrett angepinnt schon. Ich so, dann lass mich mal machen, ich mach das schon auf. Gib dem Kind seinen Button. Und dann guckt das Kind sich um. Ich so, was ist jetzt los? Was kann jetzt noch kommen? So. Und dann sieht das so ein Mädchen nebendran, drückt ihm einfach den Button in der Hand, guckt mich an, was für eine Scheiße. Und geht. Ich so, ich komm hier gleich! Aber es war doch gar nicht dein Button. Er war doch nicht dir gegenüber respektlos. Er war dem Button gegenüber respektlos. Er war auch mir gegenüber respektlos. Gut, vielleicht doch nicht Kinder für Jana. Ich kenne deine Gewisse. Ich hab eine ganz kurze Wut. Wie nennt man das? Wutanfall? Wutattacke? Wutausbruch? Ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin schnell wütend und fluche. Aber das hält dann nur 2 Sekunden und dann ist es halt raus. Dann ist okay. Also ich werd cool. Nie richtig wütend. Ich verstehe. Weil ich immer direkt alles rauslassen. Wir haben weitere Wünsche. Die Nummer 32 ist gewünscht. Mhm. Wie ehrgeizig bist du? Ehrgeiziger, als mir gut tut. Leider. Warum? Ich mache gerade mein Studium, meinen Linguistik-Bachelor. Und ich bin jemand, weißt du, Linguistik-Bachelor, 6 Semester, maximal, Regelstudienzeit, wenn du runterkommst. Hau durch! Wenn du runterkommst, geil! Ich bin jetzt schon dabei, eine Thesis zu suchen für meine Bachelorarbeit. Und ich habe noch fast... Du bist in der ersten Hälfte vom ersten Semester, oder? Nee, ich bin Anfang des 5. Semesters. Aber wir sollen erst am 6. schreiben. Ich bin so... Ich kriege so richtig Druck. Ich muss das jetzt fertig kriegen, nach dem Motto. Und generell bin ich jemand auch... deswegen habe ich auch kaum Hobbys außer Kochen oder so. Weil ich bin so jemand, wenn mir was Spaß macht, dann musst du da jetzt gut werden. Richtig gut. Und das tut nicht so richtig gut auf Dauer und deswegen koche ich eigentlich nur gerne. Also das ist das Einzige, was mich nicht gleichzeitig auch stresst, weil also ich mir denke... Kochen hilft dir runterzukommen. Ja. Ist für dich entspannt. Weil da kann man nicht in dem Sinne gut drin sein, weil du musst ja nur abschmecken. So. Das passt schon. Verstehe. Ja. Gut, wie viel Zeit haben wir denn noch so? Ach, guck mal, das macht voll Spaß. Ich finde, wir sollten mehr Random Question machen. Das ist schön. Die Nummer 16 war gewünscht. Welches seltsame oder unnütze Talent besitzt du? Welches seltsame oder unnütze Talent? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Fragen wir Eleni, Nicole, Julia, welches unnütze Talent oder seltsame Talent besitzt Jana? Oh ja, bitte. Eure Antwort jetzt im Chat. Ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal, ob sie was schreiben. Sind sie überhaupt noch da? Hatzepü schreibt noch. Hatzepü hat sich 16 gewünscht. Guck mal, das hat sich sogar die Nicole gewünscht, die Frage. Dann soll sie die jetzt mal beantworten. Ja, wundervoll, weil ich habe keine Ahnung. Ich kann mich selbst nicht so gut einschätzen. Aber es kommt irgendwie gerade nicht. Sehe ich das richtig? Ja, wir haben ja Delay. Ah, wir haben Delay. Wir haben ja so ein bisschen Delay. Mal gucken. Alles klar. Guck mal, hier, die Julia hat sich auch was gewünscht. Haben wir das schon gemacht? Das weiß können wir gleich nicht machen. Die Julia hat sich die 3 gewünscht. Die 3. Dann machen wir die 3. Machen wir die 3 mal in der Zwischenzeit. Ja. Während die wir finden bestimmt noch eine die Edgy Girls überlegen können, welches unnütze Chaptal Gries. Das ist meine andere kleine Cousine. Ach, deine kleine Cousine. Oh. Hallo, Prinzessin. Schön, dass du zuschaust. Deine große Cousine. Ja. Ist im Internet. Aber sie ist größer als ich. Ach so, sie ist größer als du, echt? Ja, sehr viel größer als ich. Ich bin aber also auch körperlich. Gut, kommen wir zur Nummer 3. Wie alt wärst du gerne permanent und warum? Permanent? Oh, ja. 21 ist bisher ziemlich tutti. Ich meine, waren nur 4 Tage, aber finde ich ziemlich geil bisher. Also bleiben wir bei der 21. Wir bleiben bei der 21. Oder wobei, wir bleiben bei der 20, weil die 20 hat im Japanischen ein eigenes Wort. Du kannst nicht nur Niju sagen, sondern auch Hatachi. Und Hatachi klingt ziemlich cool. Hatachi. Also, Hatachi. Ja. Gut. Bleiben wir bei 20.
So, was sagen die Crazy Girls nichts? Ach, guck mal hier. Eleni sagt, dein unnützes Talent ist, kann langweilige Sachen wie Yoga so darstellen, als wären sie mega geil und das glaubt man ihr dann auch. Scheiße. Julia sagt, Jana hat das Talent, mit ihrer ansteckenden, witzigen und lauten Lache andere anzustecken. Das ist tatsächlich relativ unnütz, ja. Mega gut. So, was haben wir noch? Die 10. Was war der dümmste Songtext, den du jemals gehört hast? Der dümmste? Ich glaube, wie hieß dieser Holz-Song nochmal? Hieß der Lebt der alte Holz-Michel noch oder Ich und mein Holz? Ich und mein Holz. Ja, das ist wirklich extrem dumm. Das ist wirklich extrem dumm, aber der Beat slappt. Kann ich nicht anders sagen. Ja, stimmt, wir reden ja über, ja. Ja. Das ist ein echt, tatsächlich, als ich die Frage heute aufgeschrieben habe, habe ich überlegt, was ich antworten was würde. Was würdest du antworten? Würde. 1-2 Polizei von Modo. Okay, das kann ich verstehen, das ist schon. 1-2 Polizei, 3-4, great idea. Wobei ich Polizei. Also da finde ich selbst Hyper Hyper von Scooter noch philosophisch. Ja, das hat einen gewissen Tiefgang. Aber 1-2 Polizei ist schon schwer philosophisch zu sehen, aber ich meine. Wobei auch It's Cool Man. Aber Vorsicht, It's Cool Man. Wundervoll. So, guck mal, was sagt Hatzepü? Sie kann wie ein Bauarbeiter fluchen. Ist einer Dinge ein Tee Supreme Bart für diesen Chat. Auch gut. Sehr gut. Gut, so, dann würde ich sagen, du darfst dir noch eine Frage aussuchen. Okay, ich darf eine. Ja, eine zum Abschluss noch. Aber ich habe meine Lieblingszahl schon genannt. Die 26 hatten wir schon. Ach so. Das ist der Geburtstag von meiner Waifu. Dann darf die Community noch eine Zahl aussuchen. Gucken wir mal. Zaku sagt die 10. Vielen Dank, Zaku. Die hatten wir doch schon. Das war der dümmste Songtext, Zaku. Oh, ich liebe Fluchen. Also nur um das klarzustellen. Ich möchte nur nicht, dass für die Nummer 6. Ewigkeit preserved ist, das ist wie wundervoll. Ich fluche. Die Frage 6, ich behaupte, dass die Antwort auf diese Frage direkt mit der Eleni zusammenhängt. Ja, ich bin gespannt. Was war die seltsamste SMS oder E-Mail, die du jemals bekommen hast? Ich krieg sehr oft zusammenhangslose Nachrichten oder SMS. Und ich verstehe gar nicht, worum es geht. Aber spontan fällt mir nichts ein, weil es so oft vorkommt. Wie oft ist die Eleni involviert? 80% der Zeit. Hervorragend. Können wir noch eine machen, weil meine kleine Cousine sich die gewünscht hat. Ah, sowas hat sie sich die gewünscht. 15. Die 15, kein Problem. Okay. Wie stehst du zu Ananas auf deiner Pizza? Nee. Weißt du, ich esse alles. Alles. Ich liebe Essen. Ich liebe alles an Essen. Ich kann mich so oft nicht entscheiden, was ich esse, weil ich mir denke so, geil, richtig geil, auch geil. Aber keine Früchte in meinem Scheiß essen. Also, das ist egal, ob es Ananas auf Pizza ist oder Granatapfel im Scheiß Salat. Nee. Nee. Da prügel ich Leute für. Die können das gerne selber essen, aber ich esse das nicht. Okay. Ich hoffe, Prinzessin, du bist nicht verstört von dieser Antwort. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Sorry. Aber ich koche ja selber, also ist kein Problem. Guck mal, Henker Gänger 17 hatten wir schon. 32 hatten wir auch schon. Die 6 hatten wir, ich glaube, keiner will. Keine Wünsche mehr. 12, sagt Visionär. Hatten wir die nicht auch schon? Die hatten wir auch schon. 25, 2, 38. Oh, guck mal, 25 ist gut. Wenn du heute nur noch ein einziges Wort sagen könntest, für den Rest des Tages, welches wäre das? Scheiße, ich wollte nicht fluchen. Scheiße war's. Nein! Warte. Hure. Oh, Zakus Vorschlag finde ich aber auch. Furzenknecht ist ein sehr schönes Wort, weißt du? Nee, also mein Wort wäre wirklich Hure. Ich verstehe. Warum? Ich weiß nicht. Das geht so locker flockig runter. Weißt du, Furzenknecht ist schön, aber ist lang. Aber Hure. Nee. Ich verstehe. Ich freue mich schon drauf. Seit neuestem, wenn wir bei YouTube Videos hochladen, muss ich mal angeben, ist dieses Video für Kinder geeignet. Scheiße. Die Entscheidung heute ist sehr einfach. Sehr, sehr einfach, welchen Haken ich da setze. Ja, der Fluchcounter ist sehr hochgegangen, sorry. So, was haben wir hier denn? Permitted Term Fotze. Schön. Alles wegblieben. So, machen wir die 2 mal noch. Gibt es etwas, das du gerne so wie früher machen würdest?
Weißt ja, früher war alles immer besser. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, Scheiße, das würde ich gern so wie früher machen? Also wie früher in meiner Erinnerung oder wie früher, wie das tatsächlich war? Okay, ich würde gerne Süßigkeiten so essen können wie früher, weil wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, wird mir schlecht. Scheiße. Ja. Das ist nicht cool. Nee. Ja, nee. Ja, ich erinnere mich sehr, sehr fröhlich daran, wie viel Süßigkeiten ich gegessen habe. Und wenn ich jetzt daran denke... Verstehe. Lassen wir das Thema. 23. Oh mein Gott, die Sticker auf Pokébällen. Alle erinnern mich dran. Wundervoll. Was? In Pokémon Diamond und Pearl, keiner erinnert sich daran. Aber... da ich das gesuchtet habe, wie behindert. Ja. Es gab ein Pokémon-Center, eines, wo du auf deine Pokébälle Sticker kleben konntest. Und dann, wenn du den Pokémon in den Kampf geschickt hast und auf dem Pokéball von dem Pokémon waren Sticker drauf, kamen so Effekte. Und ich habe Stunden damit zugebracht, die Sticker auf meinem Pokéball so anzubringen, dass sowohl der Pokéball schön aussieht, als auch der Effekt am Ende. Wundervoll. Und das würdest du gern wieder tun? Ja. Fürs nächste Pokémon-Game bitte. Ja, ich hoffe, die Pokémon-Programmierer schauen zu. Ich habe gehört, sie sind große Fans dieser Sendung. Die 41 wurde gefordert. Mit oder bei was liegst du in der Regel immer falsch? Bei was oder was? Ja, also mit was oder bei was liegst du in der Regel immer falsch? Mit der Vermutung, wann ich irgendwo ankomme. Ich denke immer so, weißt du, komm, 10 Minuten früher solltest du schon da sein, vielleicht 15. Dann plane ich so, dass ich 15 Minuten früher da bin. Und dann denke ich mir aber 10 oder 15 Minuten, bevor ich losgehen sollte, aber du könntest ja schon mal losgehen. Du hast ja nichts zu tun. Und Ende vom Lied ist, ich bin über eine halbe Stunde früher, als ich ursprünglich sein wollte. Und ich will schon früher da sein, als ich muss. Aber besser so als andersrum, oder? Ja, aber ich bin immer sehr früh da und deswegen bin ich auch immer sehr schnell sauer, wenn Leute zu spät sind. Weil ich warte ja schon eine halbe Stunde. Ich verstehe. Das war übrigens die 41, ja. Also damit dann Leute, die es sich gewünscht haben, auch wissen, dass wir sie berücksichtigen. Hängergänger sagt, RTL 2 war früher besser. Ja. Das weiß ich nicht, ich gucke kein Fernsehen. Tja. Das waren Zeiten noch. Ja, da war früher Anime-Programm. Das stimmt. Das habe ich auch sehr viel geguckt. So, dann kommen wir noch. Die 36, das ist das letzte. Ja. Was für ein bahnbrechendes Feature würdest du dir für dein Handy oder Tablet wünschen? Ohne Witz? Ja. Ich bin regelmäßig erstaunt von der Technik. Ich fühle mich, als wäre ich fertig. Oh, mein Handy kann das? Ja, genau. Krass, ja. Ich kann Bilder anzeigen. Nee, ich habe letztens herausgefunden, dass ich mit meinem Handy bezahlen kann. Und ich war so, was? Nein. Das, umso witziger, wenn du jetzt das Feature ist doch Unsinn. Und dann wir sagen, ja, aber das kannst du doch schon seit 10 Jahren machen. Vor einer Woche hätte ich das gesagt. Echt? To be honest, vor einer Woche hätte ich das gesagt. Und dann hat mir eine Freundin das gezeigt und ich war so, Die hat mir das erzählt, weil ich meine Karte vergessen hatte. Und ich war so, oh, wie? Und dann habe ich mir die App runtergeladen von der Kreissparkasse. Und ich war so, hoffentlich geht das jetzt. Hoffentlich. Und es ging, ich war so, ja, ich bin auch total begeistert. Also als ich habe das auch jetzt angefangen vor ein paar Monaten. Und ich finde mich jetzt immer voll posig, wenn ich bei Mickey drüben am Automaten stehe. Ja, ich hole einfach nur mein Handy raus. Ja, und habe aus dem Handy schon den McDonald's-Gutscheincode abgescannt. Ja, und dann hatte ich das da dran und ja, die ganzen Rentner neben mir schauen total verwirrt. Was macht der Mann jetzt mit seinem Handy da an dem Automaten? Und ich so, pst, oh, ich hab bezahlt. Same. Mega nice. Mir geht's genauso. Mega nice. Ich bin immer schon am Brust, dass ich irgendwo hingehe, aber ich kann nicht mit meinem Handy zahlen. Ja. Ich schreie die Leute jetzt an der Supermarktkasse an, wenn der Supermarkt das hier steht. Was ist das für ein Scheißladen? Im Aldi kann ich das machen. Sogar im Aldi kann ich mit deinem Handy zahlen. Im Supermarkt geht's bei uns überall, aber ich hasse generell, wenn man nur mit Bargeld bezahlen kann. Ich bin immer so, ich besitze doch kein Bargeld. Wo leben wir? 2003? Das Problem ist tatsächlich, dass es ein Problem ist. Ja, gehe ich bei mir daheim, nehme ich zum Beispiel einen Schreibwarenladen und will irgendwas holen. Ja. Und dann stehe ich an der Kasse, hole die Karte raus und die alte Frau schaut mich so an. Bei mir könnt ihr 2 Netbit-Karten zahlen.
Weißt du, was ich fast noch mehr hasse? Wenn draußen am Laden steht, man kann mit Karte zahlen und du gehst rein und du willst was kaufen, so was Kleines, ist ja egal, kannst du mit Karte zahlen. Und dann gehst du an die Kasse, nee, Kartenzahlung ist aber erst ab 10 Euro. Ich bin so. Ja. Ja, ja. Ich verstehe. Nutzen wir die letzten Minuten, die wir haben in dieser Sendung für unsere Community. Drei Fragen aus der Community. Let's go! Ich bin so noch schön, ich muss hier so eine kleine Ahnung. Fei. Wundervoll, ich bin selbst schon ein Rentner. Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe schon meinen Seniorenpass beantragt, damit ich eigentlich Rabatte im Museum kriege. Ehrlich? Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die super unnütz ist. Ich bin total naiv. Du kannst mir jeden Scheiß erzählen. Ich bin im ersten Moment so, echt? Oh, geil, schade. Hätte ich das vor 60 Minuten gewusst. Ja, aber im ersten Moment bin ich so, So, Hängergänger möchte wissen, wer aus deinem Harem dein Best Girl ist. Hä? Was ist das für eine Frage? Was ist meine Waifu? So, das war jetzt einfach. Wir wissen, das war sehr einfach. Natürlich ist das deine Waifu. Guck mal. Ja, Hängergänger. Ich würde sagen, da hast du den Krieg nicht sehen können, den du sehen wolltest. Sorry, Julia und Eleni. Sorry, ich liebe euch trotzdem. So, haben wir noch Fragen? Keine Fragen? Automod, eine Nachricht. Eleni ist mein Zuhälter. Sprich mit Jana über Fate Grand, wie auch immer das heißt. Fate Grand Order, heilige Scheiße. Ja. Mein Hintergrund auf meinem Handy ist ein Charakter aus Fate. Aha. Ich sag nicht welcher. Warum? Das ist nicht gut. Jetzt bin ich neugierig. Erzähl uns. Ich zeig's dir nachher. Ja, wir haben ja später noch einen Stream. Wir können dann später noch drüber reden. Wir machen später. Nee, ich liebe Fate Grand Order leider. Es ist eine Sucht. Ich hasse mich ein bisschen dafür. Aber die Story macht sehr viel Spaß, wenn man über... Wenn man nach Babylon kommt, dann fängt die Story an, Spaß zu machen. Vorher kann man skippen, ist okay. Kennen denn bei euch das übrigens? Wie viele Stunden hast du reingesteckt? Viele, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass es keinen Count gibt. Ist nicht gut. Ich weiß noch. Aber wann spielst du das? Wann nutzt du die Zeit? Also, weil ich bin fasziniert von Menschen, die sehr viel Zeit mit Handygames verbringen, weil ich mich frage, okay, wann ist die Zeit, um auf dem Handy zu spielen? Ja. Oder spielst du zu Hause auf dem Handy anstatt auf einer Konsole? Manchmal. Ich habe auch quasi Harvest Moon auf dem Handy, weil ich dann immer dabei habe. Und dann muss ich mich nicht entscheiden, nehme ich jetzt die Konsole mit oder nicht. Und, weil ich habe immer zu viel Kram dabei. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden. Und ich spiele einfach immer zwischendurch, wenn ich irgendwie auf die Bahn warte, wenn ich in der Bahn sitze. Oder ich höre Hörbuch, ich höre oft Hörbuch. Oder beides. Ich mache oft beides gleichzeitig. Ich spiele Fate, weil ich muss ja nur grinden und dann höre ich Hörbuch, weil... Ich brauche irgendwas, was meinen Geist beschäftigt. Oder wenn ich eine Serie gucke, die mir empfohlen wurde, aber ich bin so, ist jetzt nicht so interessant, aber ich guck's jetzt. Dann spiele ich nebenbei an meinem Handy. Während du die Serie guckst. Ja, oder wenn ich in der Vorlesung abdrifte. Ich bin definitiv alt, ich kann das einfach nicht. Ich kann nur eine Sache machen. Ich kann Figuren bemalen und Hörbuch hören. Das sind zwei Dinge. Das ist schön, das geht super zusammen. Das ist wundervoll. Ich liebe... Ich könnte zum Beispiel nicht eine Anime-Serie gucken und dann was nebenher machen. Geht nicht. Also Anime-Serie oder Film irgendwas gucken. Anime mache ich auch selten. Oder Computerspiel spielen oder so. Nee, das ist volle Aufmerksamkeit dann. Wobei, letztens habe ich eine Serie geguckt und nebenbei Fate gespielt. Aber das war, weil das Event nur noch 4 Stunden ging und ich noch das... Wo du Event sagst. Wir müssen diesen Stream jetzt beenden. Oh, Basti braucht noch dringend einen Harry Potter-Dings da irgendwas. Ganz dringend muss ich mir das... Oh ja, Camelot ist auch gut. Ich habe vergessen, dass Camelot existiert. Meinem Starter geht's nicht gut, Waifu. Was ist dein Starter? Was hast du genommen? Ratte. Hopsel? Ja, Karate Kid. Ich habe ja Chimpep genommen und ich war sehr glücklich, bis er sich weiterentwickelt hat und jetzt das hässlichste Pokémon ist, was ich jemals gesehen habe. Ich weiß noch nicht, wie er in der finalen Stufe ausschaut, aber alle anderen, nachdem ich ihnen gesagt habe, wie unglücklich ich bin, haben sie gesagt, du wirst doch viel unglücklicher, wenn er sich noch weiterentwickelt. Und alle sehen so hässlich aus am Ende. Fucking fuck. Ja, scheiße. Ja, kack. Aber Chimpep war zumindest die ersten 6 Stunden Spielzeit sehr süß. Ja, war, ja. Ich habe meinen Bunny nicht weiterentwickelt. Ja. Verdammte Kacke. Aber irgendwann wird es noch Karate Kid. Ja. So, das war unsere erste Ausgabe
vom Anime Backstage Pass live. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank, Jana, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne, hier vorbeizukommen. Wir haben viel Freude gehabt und ich hoffe, ja, auch die Zuschauer haben viel Freude gehabt. Die nächste Ausgabe kann ich euch noch nicht sagen, wann sie stattfindet, aber sie wird stattfinden. Spätestens im Januar, kann ich schon mal verraten, werden wir Angelina Markiewka zu Gast haben. Da bin ich sehr gespannt, denn Fun Fact, a long time ago in a job far, far before Peppermint, habe ich mit der Angelina in einem Münchner Kino zusammengearbeitet. It's a small world in München. Ist ja so. Und als sie in unserer Besetzungsliste auftauchte, dachte ich mir, what? Den Namen kenne ich doch. Sehr cool. Ja. Die Angelina kommt im Januar, vorbei, ob wir im Dezember noch einen Gast haben, wird sich zeigen. Wenn ihr jetzt Bock habt auf mehr Jana Dunja Gries, empfehle ich euch Peppermint Gaming um 20 Uhr. Es ist Pokémon Nerd Time. Ja. Ich werde Nora und Jana einfach nebeneinander setzen. Geil. Und dann werde ich mich zurücklehnen und werde das Schauspiel genießen. Es wird sehr cool. Du musst nur aufpassen, also Nora hat noch nicht gespielt, du darfst sie nicht spoilern. Mach ich nicht. Nora ist sehr aufgeregt. Sieht schön aus, alles, was sie hat ich gesagt, sagen sie kann. Bringt Deko mit und so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Alles Jana, klar. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bewerfe dich mit Stiften. Wir sehen uns in einer Stunde beim Peppermint Gaming. Vielleicht auch euch. Bis dahin. Tschüss.